Und hier ein Trick, der sehr super funktioniert, und ich habe auch schon viel probiert, ist Sparpläne. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und heute möchte ich dir drei Tipps geben, wie du deinen Antrieb weiter ausbaust, also deine Motivation. Ganz, ganz wichtig, denn uns stehen jetzt wahrscheinlich im Januar, Februar immer noch wieder weitere Homeoffice und Lockdowns und so weiter, je nach Firma ganz unterschiedlich ausgelegt und nach Bundesland. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir nochmal zwei, drei starke Monate, schwierige Monate bekommen. Und ich weiß, es ist wirklich nicht einfach, wenn du Angestellter bist und musst im Homeoffice arbeiten und oder auch Selbstständiger und einfach ja die Motivation aufrechtzuerhalten. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig und entscheidend, denn egal wie stark du kontrolliert wirst, es fällt immer wieder auf dich zurück, na, wenn du versuchst, dich hängen zu lassen. Und warum mache ich dieses Video? Weil ich einfach spüre, ich kenne eine ganze Menge Leute, mit denen ich immer wieder telefoniere, rein beruflich auch, um Bedarfsanalyse zu betreiben und so weiter. Und mit vielen bin ich auch befreundet oder angefreundet und die ich einfach immer wieder regelmäßig anrufe, wie es aussieht im Budget dieses Jahr und so weiter. Und jetzt ist wieder in der Jahreswende. Nicht alle Firmen, aber viele Firmen haben in dieser Jahreswende eben die Budget dann zusammengeschnürt und sich entschieden, wie viel Budget für was ausgegeben wird. Zum Beispiel in der IT-Branche ist das sehr, sehr gängig. Und wenn ich die so anrufe, da auch schon vor Weihnachten, aber jetzt auch, also da spüre ich sehr viel Niedergeschlagenheit. Ja, also wirklich selten so viel Mühsal gespürt bei den Menschen und bei den Angestellten da draußen, teilweise auch in leitenden Positionen, egal wer oder was, die es halt einfach nicht mehr sehen und hören können, diese ganze Pandemie-Debatte und alles drum und dran. Und deswegen hier drei Tipps. Lange Rede, kurzer Sinn. Der erste Tipp ist, versuche das Leben zu sehen oder den Job grundsätzlich, also die Arbeit, ein bisschen wie im Sport. Ja, ich bin jetzt auch kein Hochleistungssportler, aber vergleich das so ein bisschen mit dem Sport. Ja, und das heißt, im Sport brauchst du Regelmäßigkeit, im Sport brauchst du regelmäßig neue Herausforderungen. Du musst immer versuchen, sozusagen dein aktuelles Limit, dich immer wieder selbst herauszufordern. Simples Beispiel: Du machst 10 Liegestütze, du willst 11 Liegestütze, 20 schaffen, musst du irgendwann versuchen, mit Hängen und Würgen auf den Knien vielleicht die 11., 12. zu machen. Wenn du es regelmäßig machst, schaffst du irgendwann die 11., 12. ganz einfach und irgendwann sind dann 20 Liegestütze überhaupt kein Problem mehr für dich. Und genauso zu versuchen, den Job auch zu sehen, dass du durch regelmäßige Wiederholung, durch regelmäßige Weiterbildung einfach immer wieder dir selber neue Herausforderungen gibst. Ganz, ganz entscheidend, hier dich einfach nicht hängen zu lassen. Ja? Versuch dich so ein bisschen zu vergleichen mit einem Hochleistungssportler. Es gibt viele, die viel Sport betreiben und stark Sport und sehr erfolgreich auch sind und das hängt ein bisschen miteinander zusammen manchmal. Manche sagen, fast alle Unternehmer, erfolgreichen oder sowas, sind auch Hochleistungssportler. Das würde ich nicht sagen. Es gibt eine ganze Menge sehr, sehr reiche, erfolgreiche und reiche Unternehmer und Selbstständige, die absolut fettleibig sind und überhaupt keinen Sport machen. Ja. Mein zweiter ganz, ganz wichtiger Tipp, um dich immer wieder sozusagen auch anzutreiben, nach vorne zu treiben, wenn du zum Beispiel trotz Pandemie immer noch ein sehr, sehr stabiles Einkommen hast. Und ich spreche jetzt die breite Masse an und die breite Masse der etwas besser Verdienenden, so in der IT-Branche und so weiter, verdienen alle so mehr oder weniger zwischen 60 und 100.000 Euro. Ja, also so ein Mittelwert vielleicht so 70. Und dann hast du so deine 3 netto, 3,5 bis 4 netto, 4,5 vielleicht. Und das ist halt genauso diese Schwelle. Na, wo du quasi, oder wo halt viele, sozusagen mal die erste Schwelle von vielen Schwellen, wenn du mal nach oben weitergehen würdest, wo viele sich ein bisschen hängen lassen, weil sie einfach nicht mehr diesen Pain, diesen absoluten Pain spüren. Ja, das heißt, gemäß der Maslow'schen
Bedürfnispyramide hast du quasi die unterste Schicht, deine Grundbedürfnisse komplett gedeckt. Für dich, deine Freundin, eventuell deine Familie. Hier in Deutschland kannst du von 3.000, 4.000 netto sogar ein Haus, dir einen Kredit aufnehmen, das abbezahlen. Auch das geht noch mit dem Betrag. Kannst du dein Auto leisten. Also du kannst da so ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Leben führen und hast nicht mehr diesen absoluten Grundschmerz, diesen ganz, ganz großen Pain, dass du kein Essen bezahlen kannst, keine Miete und keinen Urlaub und also diese Grundnahrungsmittel. Ne? Also wenn du Maslows Pyramide kennst, weißt du, von was ich rede. Und hier ein Trick, der sehr super funktioniert, und ich habe auch schon viel probiert, ist Sparpläne. Sparpläne einzuführen, quasi, dass sobald dein Geld auf dein Konto kommt oder mehrere Konten sogar, dass du es quasi nie siehst, dass du ein extra Konto hast, wo dein Nettogehalt drauf geht und von dort gehen die Sparpläne weg. Ja, ob jetzt mit Trade Republic oder Coinbase oder was auch immer, in was du investierst, am besten ein bisschen von allem. ETFs ist eigentlich völlig egal, was du machst. Hauptsache, es geht da weg und dann geht das quasi erst auf ein zweites Konto, sagen wir mal nur noch die Hälfte davon. Ja, das ist dann schon wieder ganz was anderes. Das heißt, du verdienst in Wirklichkeit, sagen wir mal, 4.000 Euro netto, aber du siehst im Monat nie mehr wie 2.000 Euro netto. Also du hast hier ein Konto, da gehen die 4 drauf, da gehen dann die ganzen Sparpläne weg und dann gehst du hier, sagen wir mal, 2.000 Euro Sparpläne und dann 2.000 Euro ist noch übrig und da wird eine automatische Überweisung am nächsten Tag, sagen wir mal am 1. des Monats, gehen die Sparpläne weg, kommt dein Gehalt drauf, Sparpläne weg und am 2. des Monats kriegst du quasi dein Unternehmer-Angestellten-Gehalt. Selbst wenn du Angestellter oder gerade wenn du Angestellter bist, ist dieses System sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig oder funktioniert sehr, sehr gut. Du behandelst quasi dein komplettes Gehalt wie als wärst du ein Unternehmer, als hättest du eine GmbH, würdest du nur einen Teil deines Gewinns, in dem Fall 4.000 Euro Nettogehalt, als dein eigentliches Gehalt, was dazu steht, zum Ausgeben ausbezahlen. Und der Rest, ja, auch als Angestellter funktioniert das sehr, sehr gut, wird verteilt auf diese Sparpläne. Wenn du es ganz krass machen willst, die Zugangscode zu diesen Sparplänen vernichten. Ja, oder jemand anders geben, dem du vertraust, also deine Frau oder irgendwas, ja, dass du da nicht ständig was rumänderst. Weil ich hatte zum Beispiel auch mit Trade Republic Sparpläne, dann habe ich die einmal festgesetzt, dann habe ich sie wieder verändert. Ja, ich bin zwar schon stolz darauf, dass ich die Sparpläne immer wieder mache, also quasi, dass es weiterhin läuft, dass ich die nicht abgebrochen habe, auch nicht nach einem Jahr oder so, sondern aber das ständige Verändern. Ja, man sollte sich da einmal entschließen, dann einmal im Jahr draufschauen und das passt dann schon. Ja. Ich weiß, die ganze Finanzbranche, die lebt davon, dass man sich jeden Tag über seine Sparpläne und seine Aktien oder sonst irgendwas Gedanken macht, aber fall da nicht rein. Ja, habe ich schon einige Videos dazu gedreht, diese Finanzpornografie und so weiter, die unfassbar die Leute reinsaugt, in den Bann zieht, dass man sich da viel zu viel Zeit mit verbringt. Ja, geh lieber spazieren mit deinen Kindern, wenn du welche hast oder so, hast du viel mehr davon. Der dritte Punkt, sehr, sehr wichtig, sich arm rechnen. Die meisten Menschen, und ich weiß, wie das ist, ich packe mich da auch selber an die Nase, habe das früher auch oft gemacht, die meisten Menschen rechnen sich reich und rechnen sich nicht arm. Warum ist es so? Weil es einfach sowas unheimlich Angenehmes ist für dein Ego, zu sagen, oh, ja, ich habe jetzt das und das Gehalt bis zum Jahresende, ja, habe ich das und das dann weggespart oder verdient und ich gehe jetzt schon mal los und gehe das und das und jenes einkaufen, ja, Konsum irgendwas, ja, von Gehalt, was ich eigentlich letztendlich noch gar nicht bekommen habe. Wenn als Selbstständiger zum Beispiel, du machst einen Vertrag mit einem neuen Kunden, der geht über, sagen wir mal, 100.000 Euro über 10 Monate, 10.000 Euro im Monat, dass du jetzt schon anfängst, das Geld zu investieren, was du eigentlich noch gar nicht verdient hast. Ja? Und es ist einfach viel geschickter, diese 10 Monate zu warten, erstmal das Geld verdient zu haben und dann stetig dein Investment halt zu steigen, wenn du irgendwas anderes investieren willst oder einen Assistenten einstellen willst oder irgendwie sowas, egal was du machst. Das heißt, das Prinzip ist,
Meist Menschen rechnen sich reich, fallen dann auf die Nase. Viel besser, viel gescheiter ist es, viel sicherer und auch motivierender, sich arm zu rechnen. Denn wenn du dann in deinem Kopf immer nur hast, ja, mir geht es ja schon so gut, ne, dann geht halt bei manchen der Antrieb weg. Ja? Anstelle von, im Endeffekt verdiene ich ja nur so und so viel oder bin gar nicht so reich, ja, jetzt im übertragenen Sinne, zum Beispiel auch bei diesen Sparplänen, ich sehe jeden Monat eigentlich immer nur 2000 Euro, die auf meinem Konto kommen, mit dem ich was einkaufen kann, stelle von den 4000, dann habe ich das ganz geschickt gemacht, ja, und trägt letztendlich auch zur Motivation bei. Abgesehen davon ist es auch eine vermögensbildende Maßnahme gleichzeitig auch noch. Ja, also es hat also mehrere positive Effekte, aber in diesem Video geht es hauptsächlich um die Motivation. Du bleibst halt quasi mehr auf dem Gaspedal und je nachdem, wie du dein Gehirn fütterst, mit welcher Information, ja, und mit welchem Mindset. Ich weiß, das Wort ist, also du weißt schon, was ich meine. Also diese drei Dinge, die haben für mich zumindest funktioniert. Ich wollte es jetzt hier mal im Video teilen, wenn es für dich auch gut an sich anhört. Lass es mich wissen in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dein Thomas Klein. Ciao.